select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jonas, mit diesem 5:1 gegen Bruchsal habt ihr jetzt den Meistertitel, den ersten Meistertitel in der Verbandsliga für eure Mannschaft, für euren Verein festgemacht. Ja, wie sind die Gefühle? Ja, natürlich gut, sag ich mal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mit 29 in einem Alter, wo ich sag mal, der Aufstieg an sich ist jetzt nicht das ganz große Ding für mich. Ich bin ja auch schon mal aufgestiegen. Ich denke, ich muss für mich sagen, die Saison einfach, es hat super Spaß gemacht. Wir haben uns alle gut verstanden. Und sage ich mal, die Saison einfach, das zusammen Spaß haben, das zusammen ins Training gehen. Und das hat einfach viel Spaß gemacht dieses Jahr. Da ist richtig was zusammengewachsen. Und das ist eigentlich für mich so der Erfolg, sage ich mal. Dass wir jetzt aufgestiegen sind, ist natürlich nochmal schöner. Aber ich sage mal, eigentlich hat sich jetzt verteilt sich die Freude jetzt nicht auf den einen Tag, wo wir heute aufsteigen. Es war einfach über die ganze Runde viele gute Spiele gehabt, viel sichere Siege. Und das ist eigentlich so das, was jetzt meine Gefühle sind. Natürlich freue ich mich. Aber wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit schon gefreut und jetzt ist halt nochmal ein Tick höher, ja. Ja, stimmt, da hinten wird noch gesagt, das 5:1 fand ich auch ein ziemlich schönes Tor. Ja. Möchtest du das Tor nochmal kommentieren, wie du es gemacht hast? Das Tor kommentieren? Ja gut, also kommt eine ziemlich schlechte Flanke rein, muss ich sagen. Ist ein Fabi über den Schlappen gerutscht. Und dann nehme ich die halt einfach brutal, also ohne das ganz objektiv, ja, bei aller Bescheidenheit. Nee, ganz im Ernst, also ich glaube, so ein Tor habe ich noch nie geschossen. Ich schieße als Kopfballtore nach Standards aus dem Spiel eher selten und so ein Schuss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke in einem normalen Spiel oder wenn es jetzt zum Abstieg geht, holt mal den Ball wahrscheinlich irgendwo in Blankenloch wieder runter, aber ja, so habe ich ihn halt richtig getroffen. Und diesmal war es auch wirklich, als er zu mir kam, habe ich schon gewusst, oh, den kann ich jetzt gut nehmen, der kommt. Und um es ehrlich zu sagen, war auch eine gute Vorarbeit von Fabi und dann war er halt drin, ja. War aber eins meiner schöneren Tore. Also so viele sind es ja nicht in meiner Karriere, also eins der schönsten auf jeden Fall, ja. Du hast gesagt, du bist jetzt 29. Bleibst du aber auch nächste Saison dem FC Germania Friedrichshain erhalten? Wie geht's für dich weiter? Ja, also die Planung ist so, ich hatte ein bisschen wie sage ich, ja, beruflich zu tun, sage ich mal. Und weiß noch nicht ganz genau, wo ich jetzt nach dem Sommer hinkomme. Wenn es zu weit weg ist, dann geht's nicht. Ich habe jetzt schon anderthalb Jahre in Pforzheim gewohnt und relativ viel Aufwand betrieben, hierher zu kommen. Da habe ich gesagt, sowas will ich nicht nochmal. Aber wenn es sich einrichten lässt und ich jetzt in der Umgebung Karlsruhe arbeiten werde, weil ich mich nochmal verändern werde jetzt im Sommer, dann werde ich schon beim FCG mindestens ein Jahr noch spielen, ja. Ja, was rechnest du euch in der Oberliga für Chancen aus? Oder denkst du gar nicht drüber nach und denkst jetzt erstmal nur ans Feiern? Doch, also wir haben ja jetzt schon mal Oberliga gespielt, diesmal kennen wir es ja, wir können ja das Niveau einschätzen. Dass es deutlich höher ist als in der Verbandsliga, das wissen wir. So jetzt schon ein Saisonziel ausgeben ist natürlich schwierig, man weiß da auch immer nie. In der Oberliga im ersten Jahr, wo wir da gespielt haben, sind zwei Mannschaften abgestiegen, im zweiten Jahr 6, da ist man mit über 40 Punkten noch abgestiegen. Deswegen ist es da auch immer schwierig, so mit Klassenerhalt ein Ziel rauszugeben. Natürlich, wir beschränken uns nicht, aber es wird auf jeden Fall, kann es nur um Klassenerhalt gehen. In der Oberliga ist ja ganz klar, mit unserer Mannschaft und unserem Verein. Es ist einfach ganz andere. Oft ist es so, dass einfach auch, sag ich mal, wenn wir jetzt ein Testspiel gegen eine Oberligamannschaft machen, dann ist da kein arg großer Unterschied zu sehen. Aber jede Woche halt dann das Niveau zu haben, eigentlich von einem wirklichen absoluten Spitzenspiel Verbandsliga mindestens, geht halt dann oft ein bisschen an die Substanz. Wenn man das alles so über mannschaftliche Geschlossenheit und über Einsatz wegmacht, ist es einfach schwierig. Wir können es, denke ich, auf jeden Fall schaffen, sonst bräuchte man ja nicht antreten. Aber es kann natürlich nur um Klassenerhalt gehen, ist ganz klar. Dann danke ich dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Erfolg, egal wohin dich dein Weg führt und alles Gute. Danke. Vielen Dank, ja. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.